Wenn du beim Bäcker Brötchen kaufst, dann musst du Geld bezahlen. Wenn du bei der Tankstelle Benzin tankst, musst du auch Geld bezahlen. Und wenn du erfolgreich werden willst, dann gilt es auch, einen Preis zu bezahlen. Und ich sage dir heute, was der wichtigste, vielleicht der größte Preis ist, den du dafür bezahlen wirst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und ich habe mich selbst in vielen Bereichen schon ausprobiert, auch als Unternehmer, als Gründer. Und das, was ich dort bemerkt habe, ist, dass es einen sehr großen Preis zu bezahlen gilt. Und den, wenn du den nicht bereit bist zu bezahlen, dann wird auch der Erfolg nicht kommen. Zunächst einmal möchte ich es abgrenzen, für welche Erfolge dieser Preis auch zu bezahlen ist. Denn alles, was du in der Vergangenheit schon gelernt hast und gut gemacht hast und morgen in der Zukunft wiederholst, nun, da wirst du diesen Preis wahrscheinlich nicht bezahlen. Wenn du also auf Toilette gehen willst, dann hast du das schon ein paar Mal gemacht. Wenn du beispielsweise dich anziehst oder rasierst, die Zähne putzt, all das sind keine neuen Sachen mehr für dich. Da wird es keinen Preis geben, den du bezahlen musst. Wenn du dir allerdings ein großes Ziel setzt, was neu ist, das heißt, es liegt außerhalb deiner Referenzerfahrungen, die du in der Vergangenheit gesammelt hast. Du warst also noch nie Unternehmer, ist deine erste Selbstständigkeit oder dein erstes Konzert oder deine erste Rede, die du hältst. Dann wirst du auf deine Referenzerfahrung nicht zugreifen können und dann diesen Preis auch bezahlen. Der erste wichtigste Teil des Preises, den du bezahlen musst, ist Loslassen. Denn Albert Einstein hat einmal gesagt, all das, was wir heute erreicht haben oder die Fehler, die wir produziert haben, die können wir nicht ändern mit denselben Methoden. Das bedeutet, alles, was du heute hast, und wenn da dein Ziel in der Zukunft noch nicht drin ist, wirst du sehr wahrscheinlich nicht mit deinen vergangenen Referenzerfahrungen erzeugen können. Denn all das, was du bisher gemacht hast, hat dich zu dem gemacht, was du heute bist, hat dich dorthin gebracht, wo du heute bist. Aber Albert Einstein sagt, es ist unwahrscheinlich, dass du mit diesen alten Referenzerfahrungen zum neuen Ziel kommst. Deshalb der erste Teil des Preises ist, loszulassen, in Frage zu stellen, was du bisher gemacht hast und zu sagen, es könnte möglicherweise sein, dass nichts oder nur wenig von dem, was ich bisher gemacht habe, mich dahin führt, wo ich in der Zukunft hin will. Und das bedeutet schon eine ganze Menge Dinge, Gedanken, Fähigkeiten, Verhaltensmuster, Menschen, Beziehungen und auch Besitz aufzugeben. Und das ist ein wichtiger Preis, den du bezahlen darfst, um dein Ziel zu erreichen. Der zweite Teil des Preises ist das Gleiche, was draußen in der Natur passiert. Denn wenn du beispielsweise einen Samen, zum Beispiel ein Weizenkorn hast und du möchtest diesen Samen ausbringen, um noch mehr Weizen zu ernten, dann wirst du nicht drum herum kommen, dieses Samenkorn in den Boden, in den Acker einzubringen. Und wenn du das machst, wenn du dieses Samenkorn in den Boden einbringst, dann passiert etwas mit dem Samenkorn. Du gießt Wasser rauf, Nährstoffe sind vorhanden, Licht und Wärme und dann fängt an, dieses Samenkorn zu wachsen und immer weiter zu wachsen. Und das Besondere ist, je größer die Pflanze ist, desto mehr verschwindet das Samenkorn. Das bedeutet, die Pflanze, die sich entwickelt, die kann nur leben und in Existenz gerufen werden, wenn das Samenkorn stirbt. Das bedeutet also auch für dich, wenn du dich voll investierst, dich einem Projekt, einer Vision verschreibst, wenn du all das, was du bisher gemacht hast, einbringst, dann wird sich vieles oder vielleicht alles auflösen, transformieren. Das bedeutet, deine Persönlichkeit, wie sie bisher war, nun, die hat dich dahin gebracht, wo du heute bist, also hierhin. Aber wenn du dorthin kommen willst, in die Zukunft, zu deinem Ziel, zu deinem Erfolg, dann kann es sein, dass sich deine gesamte Persönlichkeit verändert, transformiert. Du wirst ein ganz anderer Mensch. Wenn du allerdings daran festhältst, wer du heute bist, was du bisher schon immer mal so gemacht hast, wenn du sagst, ich möchte mich nicht verändern oder nicht alles verändern oder langsam verändern, nun, dann behinderst du selbst deinen Erfolg. Das bedeutet also, was Albert Einstein sagen wollte, ist, wenn du mit den alten Methoden das weitermachst, wie bisher, dann wirst du auch nur das erreichen, was du bisher erreicht hast. Das bedeutet, dass wenn du Neues erreichen willst, wirst du ein neuer Mensch, eine neue Persönlichkeit werden. Und diese Transformation in eine neue Persönlichkeit, die funktioniert nur, wenn du bereit bist, alles loszulassen. Du als Samenkorn, eingebracht in die Gesellschaft, in deine Unternehmung, wird vergehen, wird sich verändern, wird sterben müssen, damit etwas Neues, viel Besseres entstehen kann. Das bedeutet jetzt nicht, dass das Samenkorn komplett biologisch abgetötet ist, so als wenn du es abkochst. Das bedeutet auch für dich nicht, dass du jetzt so weit sterben musst, biologisch, dass du wiederbelebt werden musst. Aber von dem Samenkorn, was hier anfangs in den Boden eingebracht worden ist, ist hier nichts wiederzuerkennen. Und genauso werden die Menschen, die dich heute kennen in deinem Umfeld, wenn die dich in 5, 10, 20 Jahren wieder treffen, die werden dich nicht wiedererkennen. Du wirst ein komplett anderer Mensch sein. Auch mein Coach hatte mir damals gesagt, Herr Schäfer, wenn Sie hier angekommen sind, werden Sie ein anderer Mensch sein. Und das Entscheidende ist nicht, dass hier 100.000 Euro
heute den Weg bereiten und sagen, jetzt bin ich eine erfolgreiche Persönlichkeit. Sondern zunächst mal muss diese Transformation des Samenkorns in die Pflanze geschehen. Das bedeutet, alles loszulassen, was dir möglicherweise heute bekannt ist. Natürlich deine Familie und die wichtigsten Freunde, die nehmen mit auf dem Weg, aber nicht alle werden dich begleiten. Du wirst hier am Zielzustand ganz andere Menschen haben, die vielleicht ähnlich wie du auch große Visionen erstens verwirklicht haben und zweitens den Preis bezahlt haben der veränderten Persönlichkeit. Und diese Menschen werden dir zum größten Teil wesentlich sympathischer sein können als vielleicht dein Umfeld, wo Kollegen zusammengewürfelt sind, die du nicht wirklich ausgesucht hast, wo du mit Menschen einfach aufgewachsen bist und aus Gewohnheit Zeit verbringst. Hier hast du Menschen, die du ausgesucht hast und die auch den Preis bezahlt haben. Wenn also die Raupe sagen würde, oh Gott, ich merke Veränderungen auf mich zukommen, da widersetze ich mich, ich möchte so bleiben, wie ich bin, dann wird die Raupe immer eine Raupe bleiben und niemals ein hübscher, frei fliegender Schmetterling werden. Und genauso ist es mit dir. Wenn du sagst, du möchtest alles bewahren, so wie du bist, nun, dann wird alles so bleiben, wie es heute ist. Deshalb lade ich dich heute ein, Schluss zu machen mit diesen alten Gewohnheiten, alles auf den Prüfstand zu bestellen und sagen, je schneller ich mich persönlich verändere, je schneller meine Transformation als Persönlichkeit geht, desto schneller werde ich auch mein Ziel erreichen. Wenn du Unterstützung brauchst auf diesem Weg, dann lade ich dich ein, Mentoren, Coaches, Vorbilder in dein Umfeld aufzunehmen und dir ein Ziel zu setzen, für das es sich lohnt, diesen Preis der Veränderung auch zu bezahlen. Gerne kannst du auch einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch, denn wir haben nicht nur Berater und Steuerberater und Rechtsanwälte in unserem Team, sondern viele Coaches und sehr gute Coaches, die dich dabei begleiten können, weil sie ausgebildet sind und weil sie diesen Weg auch selbst gegangen sind. Dafür hast du einen Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne aber kannst du auch jetzt das Video mit einem Daumen hoch bewerten, unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Spaß auf deinem Weg, auf deiner Transformation zu deinem Erfolg, dass du der wirst, der du schon sein kannst und sein musst, um dein Ziel zu erreichen. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.